Der Duft von Nivea. Ein Klassiker mit Wiedererkennungswert. So beliebt, dass Nivea mittlerweile sogar ein Parfüm mit der Note produziert. Doch ob die Stuttgarter den Nivea-Duft erkennen? Riecht meine Mutter so? Meine nicht. Bekannt kommt er mir vor, der Geruch. Ja, unverkennbar. Nivea-Creme. Ja. Nivea, das ist einfach, das riecht man einfach. Ja, ich schmier mir die jeden Abend auf die Füße, deswegen kenn ich den Geruch. Viele haben die Marke tatsächlich am Duft erkannt. Das Merkmal von Nivea, der umsatzstärksten Hautpflegemarke weltweit. Laut Hersteller Beiersdorf kennen 93% der Weltbevölkerung die Marke, vor allem den Klassiker in der blauen Dose. Was aber macht Nivea so besonders? Wir checken das Image der Traditionsmarke. Nivea, weiche Haut, Kinder, Kinderlächeln. Die Produkte von Nivea sind einfach immer gut. Immer gut? Wie wirksam und verträglich sind die Produkte wirklich? Wir checken die Qualität. Ja, also ist eine, glaube ich, preisgünstige Creme. Das sieht man auch an den Inhaltsstoffen. Und wie nachhaltig ist das Unternehmen? Ich würde die Shea-Kerne lieber selbst zur Butter verarbeiten. Dann könnte ich mehr verdienen. Marktcheck checkt Nivea. Wir sind in Mannheim unterwegs. Hier wollen wir wissen, welche Nivea-Produkte finden wir in den Badezimmern. Hallo, Entschuldigung, nicht erschrecken. Wir sind auf der Suche nach Nivea-Produkten. Haben Sie irgendwelche Nivea-Produkte zu Hause? Hab ich. Haben Sie? Die ganz normale Nivea. Und die Nachbarin? Einfach alles, was Sie haben, mal in den Korb. Ja, ob ich alles reinkriege, weiß ich nicht, aber ich tue es rein. Oh, wow. Das ist Deo, das ist alles Deo und das hier ist Rasiergel. Gut, das ist für mich irgendwie schon immer, schon seit Kindheit der Klassiker, ne? Wenn man mal irgendwo sich eincremen möchte. Ich habe einen Bekannten, der ist schon über 90 Jahre alt und er hat ein Gesicht wie ein Kinderpopo. Und er sagt, er hat immer nur Nivea diese Creme benutzt. Also muss es doch dafür sprechen, oder? Die klassische blaue Dose, Sonnencreme und Deos landen am häufigsten in unserem Korb. Nivea-Produkte finden wir tatsächlich in fast jedem Haushalt. Aber überzeugen Sie auch? Wir checken die Qualität. Die Produktpalette bei Nivea ist riesig. Geht's um Körperpflege, hat Nivea für jedes Fleckchen Haut und jede Situation das passende Produkt. Wir werden verschiedene Artikel unter die Lupe nehmen. Los geht's mit Deos. Diese 6 Probanden haben sich bereit erklärt, für uns gleich richtig zu schwitzen. Mit ihnen wollen wir herausfinden, wie gut schützen Nivea-Deos vor Schweißgeruch. Und sind die Deos besser als die der Konkurrenz? Ich brauche ein Deo, das keine Flecken macht. Es den Geruch übertrifft und einfach auch nicht zu penetrant riecht. Und dass wenig Schadstoffe drin sind, also wenig Aluminium, aber hauptsächlich der Geruch. Wir vergleichen 6 ähnliche Deodorants. Bei den Männern muss das Nivea-Produkt gegen ein Deo von Axe und eins von L'Oréal ran. Alle gehören zu den meistverkauften Deomarken. Die Frauen sollen Deodorants von Nivea, Adidas und Dove verwenden. Alle in neutralen Dosen. Eine Woche lang sollen die Tester die Produkte zu Hause ausprobieren. Jeden Tag wird ein neues Deo verwendet. Die Ergebnisse halten die 6 in Videotagebüchern fest. Guten Morgen, heute startet unser Deo-Test. Zuerst sprühen, aber nur in eine Achsel. Die andere bleibt neutral zum Vergleich. Und da werde ich diese wunderschönen, sexy Pads dran machen. Mithilfe der Achselpads wollen wir später den Schweißgeruch überprüfen. Die müssen abends deshalb auch wieder runter. Luftdicht werden sie sofort in Schraubgläsern verstaut. Der wird verschlossen. Wer wird gewinnen und wo stinkt's gewaltig? Das lassen wir am Ende von echten Profi-Nasen beurteilen.
In der Zwischenzeit werfen wir in Hamburg einen Blick hinter die Kulissen von Hersteller Beiersdorf. Erstaunlich, die meisten Nivea-Produkte, die in Deutschland verkauft werden, werden hier produziert. Bis zu 2 Millionen Deos werden im Hamburger Werk täglich hergestellt. Sprays, Zerstäuber und Deo-Roller. Alles vollautomatisch. Deo ist eines der beliebtesten Produkte der Marke. Und Hersteller Beiersdorf forscht noch selbst. Branchenkenner erzählen uns, die Entwicklungsabteilung des Konzerns ist eine der größten und modernsten in ganz Europa. Darauf sei man bei Nivea auch besonders stolz, erklärt Marketingchef Patrick Hoven. Nivea steht für gepflegte, gesunde Haut, für Hautpflege, die wirkt und schützt und eine natürliche Schönheit verschafft. Dementsprechend haben wir sehr hohe Qualitätsansprüche an unsere Produkte. Aber wie gut ist die Qualität der Nivea-Produkte wirklich? Zurück zu unseren Deo-Testern. Guten Morgen, heute ist Tag 3 von unserem Deo-Test. Ich teste heute das Deo Nummer 2. Welches Deo hat am besten abgeschnitten und am wirkungsvollsten gegen Schweißgeruch geholfen? Nach 4 Tagen treffen wir unsere Deo-Tester auf einem Stuttgarter Sportplatz wieder. Gleich werden die 6 einen zweiten Deo-Test starten. Zuerst sammeln wir aber ihre Geruchsproben ein. Mit denen geht's zu unseren Profinasen. Sabrina Franz ist ausgebildete Parfümeurin. In der französischen Parfümhauptstadt Grasse hat sie ihr Handwerk gelernt. Zusammen mit Jennifer Keil gibt sie ihr Wissen in Parfüm-Workshops weiter und kreiert aus zahlreichen Nuancen individuelle Düfte. Durch das, dass es an jeder Phase mitschwingt, glaube ich, gibt es dem Ganzen, ja, einen tollen Schliff. Heute bewerten die beiden für uns. Wie haben sich unsere Deos im Geruchstest geschlagen? Selbst für Profis keine einfache Aufgabe. Also jeder Mensch hat ein individuelles Geruchsprofil. Das wird von unseren Genen bestimmt. Das heißt also, unsere Gene bestimmen im Prinzip, wie wir duften. Und da jeder Mensch andere oder unterschiedliche Gene hat, tut auch jeder unterschiedlich duften. Und nicht nur das Geruchsprofil ist unterschiedlich, auch Schweiß riecht immer anders. Die wichtigsten Faktoren, die den Schweiß beeinflussen können, sind zum einen die Ernährung. Des Weiteren ist Stress ein Faktor oder auch verschiedene einfach Kosmetikprodukte, die dann eben mit der bakteriellen Flora unserer Haut in Verbindung treten und dann den Schweiß zersetzen und damit agieren. Und dann können auch negative Gerüche entstehen. Deshalb ist auch das Achselpad so wichtig, das unter dem Arm war, der nur gewaschen wurde. Das können unsere Geruchsexpertinnen jetzt in Relation zu dem Pad mit dem Deo setzen. Also sehr moosig, salzig, aber auch speisig. Nochmal tauschen, das ist dann mit dem Dreier. Also grundsätzlich ist aufgefallen, dass tatsächlich alle Proben bis auf einen Probanden tatsächlich noch Schweißgeruch aufgewiesen haben. Zum Teil auch sehr extremen Schweißgeruch. Interessant war, dass tatsächlich Proben, die ohne Deo waren, etwas angenehmer waren. Also da hat wahrscheinlich das Deo dann tatsächlich den Schweiß intensiviert. Ja. Von unseren 6 Deo-Kandidaten konnte überhaupt nur ein Deo überzeugen. Bei den Herren auf jeden Fall Deo 3, ja, weil da tatsächlich zum Teil noch Duftstoffe erkennbar waren. Ja, ja. Ansonsten Deo 1 und 2 gibt sich jetzt nicht wahnsinnig viel. Also die Frauendeos offenbar alle nicht sonderlich effektiv. Den Geruchstest unserer Expertinnen konnte nur das Männerdeo von L'Oréal bestehen. Schweißgeruch verhindern. Das ist natürlich noch einfacher, wenn man gar nicht erst in Schwitzen gerät. Deswegen ein zweiter Test. Wir checken Deos mit Antitranspirantwirkung. Dafür sind wir zurück auf dem Sportplatz. Wieder gehen unsere Probanden ins Rennen. Diesmal ganz buchstäblich. Denn für diesen Test bringen wir die 6 kräftig in Schwitzen. Die Antitranspirantien im Check. Bei den Frauen Sprays von Nivea, Dove und Adidas. Und bei den Männern die Marken Axe, L'Oréal und Nivea. Alle Produkte versprechen mindestens 48 Stunden Schutz.
Unser Versuch wird nur 5 Minuten dauern. Das sollten die Sprays also locker leisten. Zur Unterstützung für unseren Versuch und um das Endergebnis zu bewerten, ist Dermatologe Jürgen Bauer mit dabei. Die Sportler werden 5 Minuten Sport machen. Vorher kleben wir diese Achselpads hier in die Achselhöhlen. Die saugen während dieser 5 Minuten den Schweiß auf. Und wir wiegen die Pads vorher und nachher. Und der Unterschied im Gewicht ist die Schweißmenge, die in diesen 5 Minuten in der jeweiligen Achsel gebildet wurde. Genau. Wichtig, es wird nur die rechte Achsel mit Spray behandelt, kurz einwirken lassen. Und dann kann es losgehen. Okay, gut. Zuerst die Frauen. 5 Minuten Dauerlauf bei mehr als 20 Grad reichen zum Schwitzen. Und wie war's? Anstrengend. Also meine rechte Achsel fühlt sich definitiv frischer an als meine linke Achsel. Die linke Achsel ohne Deo fühlt sich für mich jetzt feuchter an wie die rechte Achsel mit Deo. Jetzt spüre ich es gerade nicht mehr so, aber vorher war es die ganze Zeit ein bisschen kühlend. Also es hat sich gut angefühlt. Antreten zur Ergebnisauswertung und los geht's für die Männer. Bitte. Welches Antitranspirant sich insgesamt am besten schlägt? Gleich. Erstmal wollen wir in Berlin herausfinden, was eigentlich der Unterschied zwischen Deodorants und Antitranspirantien ist. Wir treffen die Toxikologin Marieke Kolossa vom Umweltbundesamt. Bei Antitranspirantien wird eben die Schweißbildung tatsächlich in den Poren schon quasi reduziert oder vermindert, während bei Deos eben einfach die Bildung nicht so gut riechender Abbauprodukte von Schweiß verhindert oder gemildert wird oder eben einfach mit Parfüm der Geruch übertüncht. Der entscheidende Unterschied: in allen Antitranspirantien steckt Aluminium. Das ist der Stoff, der die Schweißbildung hemmt. Allerdings, Produkte mit Aluminium sind schon lange umstritten. Aluminium wird eben im Zusammenhang mit der Entstehung von Brustkrebs und eben auch mit der Entstehung von bestimmten Störungen des Nervensystems und Alzheimer diskutiert. Da gibt es keine Studien, die diese Wirkungen belegen, aber die Verdachtsmomente sind nicht ausgeräumt. Und deshalb würde ich eben einfach eine erhöhte Aufnahme über die Haut schlicht vermeiden. Nichtsdestotrotz greifen viele Verbraucher zu den Antitranspirantien, weil sie nicht schwitzen wollen. Und das können nur Sprays mit Aluminium leisten. Doch wenn schon Aluminium drin sein muss, ist das dann wenigstens in allen Produkten gleich effektiv? Zurück zu unserem Schwitztest. Zur Erinnerung: Die Frauen hatten alle das Gefühl, dass die Sprays die Schweißbildung reduziert haben. Ob der Eindruck mit den Messungen von Jürgen Bauer übereinstimmt? Im Test kam raus, dass bei Ihnen alle 3 Deos gut funktioniert haben. Die Schweißmenge war immer um etwa die Hälfte reduziert gegenüber der unbehandelten Seite ohne Deo. Das Adidas Deo lag knapp vorn. Und bei den Männern? In diesem Test haben Axe und Nivea versagt, was mich ein bisschen überrascht, weil es im Grunde ja dasselbe Wirkprinzip ist wie bei den Frauen. Mit ganz kleinem Vorsprung hat hier das L'Oreal Deo was gebracht. Das hat so etwa eine 20-prozentige Reduktion der Schweißmenge gebracht. Ob die Wirkung der Sprays mit der Menge an Aluminium im Produkt zusammenhängt, lässt sich nicht herausfinden. Gesamtsieger unseres Schwitzversuchs damit: das Damenantitranspirant von Adidas. Die Nivea Sprays können in keinem der beiden Deo-Tests überzeugen. Das Ergebnis, das überrascht mich. Ich bin für den Deo-Bereich zuständig und ich kann Ihnen versichern, dass wir nur Produkte auf den Markt bringen, die wirken und sicher sind. Richtig gewirkt haben die Deos unserer Stichprobe nicht. Weiter geht's mit unserem nächsten Qualitätscheck. Dieses Mal der Klassiker von Nivea: die Creme in der blauen Dose. Die Klassiker, die halt jeder kennt. Keine andere Creme, nur Nivea-Creme. Also wirklich wegen Feuchtigkeit. Sonst wird mir ja ein Falten geschwadert. Ne? Ja. Ich glaube, jeder hat die im Haushalt. Und dieser Nivea-Geruch. Ich komme ja ursprünglich aus China.
Da habe ich ja mal so eine Creme gekauft, aufgetragen. Da hat Mama gleich gesagt, Nivea, oder? Ich sage ja. Oder so. Wie riecht die? Liegt es an dem, was drin steckt? Wir gehen dem Klassiker auf den Grund. Hergestellt wird die Nivea-Creme im Beiersdorf-Werk in Hamburg-Eimsbüttel. Pro Fertigungslinie können fast 3 Tonnen Creme produziert werden. Genug für Millionen der klassischen Dosen. Und das pro Stunde. Die Hauptbestandteile: Wasser, Fette, Duftstoffe und Salze. Die genaue Rezeptur ist streng geheim und hat sich laut Beiersdorf seit der Erfindung der Creme vor mehr als 100 Jahren kaum verändert. Alt bewährt also, aber auch gut. Toxikologin Marieke Colossa schaut sich die Inhaltsstoffliste für uns genauer an. Ja, also ist eine, glaube ich, preisgünstige Creme. Das sieht man auch an den Inhaltsstoffen, sind eben relativ viele Mineralölprodukte enthalten. Gewonnen werden Mineralölprodukte wie Paraffinöl in großen Raffinerien. Hier wird Rohöl in riesigen Destillationstürmen erhitzt. Aus dem Öl können dann nach und nach verschiedene Stoffe abgetrennt werden. So wird zum Beispiel Heizöl, Benzin und Kraftstoff wie Kerosin gewonnen. In einem zweiten Destillationsschritt wird in einem ähnlichen Turm das Paraffinöl abgetrennt, das farblos und dickflüssig nun für Medikamente oder Kosmetika verwendet werden kann. Sie können eben auch Kontamination aus dem Erdöl quasi noch enthalten. Und was da möglich ist stofflich, da ist die ganze toxikologische Palette dabei, von fortpflanzungsschädigend bis allergieauslösend oder krebsbefördernd. Natürlich alles in so kleinen Konzentrationen, dass der Gebrauch des Produkts diese Wirkung nicht auslösen wird. Trotzdem möchte ich selber solche Stoffe nicht auf meiner Haut haben, freiwillig. Außerdem entdeckt die Expertin weitere potenziell allergieauslösende Duftstoffe. Alles in allem ist die Inhaltsstoffkombination ihrer Meinung nach weder besonders pflegend noch besonders verträglich. Ein Einzelfall bei Nivea? Wir lassen eine umfangreiche Analyse der Inhaltsstoffe verschiedener Nivea-Artikel durchführen. Extra für Marktcheck checkt wurden rund 4000 Kosmetikprodukte von den Expertinnen der Inhaltsstoffdatenbank CodeCheck ausgewertet. Seit 2010 zeigt die CodeCheck-App bedenkliche Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten an. Mittlerweile enthält die App bereits mehr als 1 Million Produkte, die von den CodeCheckern genau analysiert wurden. Die CodeCheck-App zeigt eben innerhalb von Sekunden genau an, welche Inhaltsstoffe in einem Produkt stecken und wie diese einzuschätzen sind. Und das mit einem ganz einfachen Ampelsystem. Für uns haben die Expertinnen Deos, Duschgels, Shampoos und Gesichtscremes von Nivea analysiert und mit ähnlichen Produkten von Konkurrent L'Oreal verglichen. Denn wir wollten wissen, wie sieht die Qualität der Produktpalette insgesamt aus? Welche Marke enthält durchschnittlich am wenigsten bedenkliche Inhaltsstoffe? Ich würde denken, dass bei L'Oreal die Inhaltsstoffe etwas gefährlicher sind. Die Nivea-Creme, das sagt man ja, das ist eigentlich, da kannst du nicht viel kaputt machen an der Haut. Es ist halt eher eine bekanntere Marke, deswegen verbindet man auch was Gutes damit. Also da als Marke für mich eher Nivea in Betracht kommt als L'Oreal, würde ich mir wünschen, dass Nivea besser ist, aber wissen würde ich es jetzt nicht. Nivea tatsächlich besser als L'Oreal? Der große Vergleich der Code-Checkerinnen offenbart. Die Untersuchung hat ergeben, dass L'Oreal-Produkte im Durchschnitt ca. 20% bedenkliche Inhaltsstoffe haben. Im Vergleich dazu haben Nivea-Produkte im Durchschnitt 22% bedenkliche Inhaltsstoffe. Kaum ein Unterschied also. Besser als L'Oreal schneidet Nivea nicht ab. In puncto bedenkliche Inhaltsstoffe sieht man beim Unternehmen allerdings kein Problem. Wir haben die Vorgaben von der EU-Kommission für Verbraucherschutz und natürlich auch von dem Bundesinstitut für Risikobewertung. Und daran halten wir uns auch und wir übertreffen die sogar, also bei den ganzen Standards, die wir setzen. Verboten sind die Inhaltsstoffe zwar nicht, trotzdem halten Toxikologen manche von ihnen für bedenklich. Woran liegt es, dass die Nivea-Produkte so ein Verkaufsschlager sind? Und das schon seit Generationen. Wir checken das Image von Nivea.
Nivea ist Tradition, nicht nur in Deutschland. Nivea. I know about a Nivea cream. It's the Nivea cream for your body or for your hands. Laut Beiersdorf kennen 93% der Weltbevölkerung Nivea. Tatsächlich? Das fragen wir Menschen in so vielen Ländern wie möglich. Era una quasi era una tradizione per noi italiani adoperare la Nivea. I used to live in Senegal and it was pretty widely sold in like pharmacies. 我用过它的身体乳，好像是德国的牌子是吧？对，欧洲的。Oh, it is very good for moisturizing. I use it and you know, it's very smooth and nice and very good texture. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs Nivea. Enfin, il y a crème pour le visage, crème pour le corps, il y a plusieurs choses. Donc oui, c'est cool et puis je la recommande. Na verdade, eu conheço por questão de família, porque quem usava era minha avó, minha mãe, então é uma coisa muito conhecida na família mesmo. Nivea, eine Creme, die tatsächlich auf der ganzen Welt bekannt zu sein scheint. Den Marketing-Experten Markus Voth wundert das nicht. Er hat sich intensiv mit dem Image und der Geschichte von Nivea beschäftigt. Nivea ist bereits früh den Weg der Internationalisierung gegangen. Man hat schon in den 50er Jahren sich international aufgestellt. Und das zeigt natürlich heute Früchte, weil die Menschen eben sozusagen nicht nur in Deutschland Nivea als Haut- und Gesichtscreme kennen, sondern eben auch weltweit. Erfunden wird die traditionelle Nivea-Creme 1911 vom Apotheker Oskar Troplowitz und dem Dermatologen Paul Gerson Unna. Das Besondere damals? Die Creme basiert auf einer Wasser- in Öl-Emulsion und kann in die Haut einziehen. Eine Weltneuheit. Wegen der weißen Farbe bekommt sie den Namen Nivea, abgeleitet aus dem lateinischen Nives für Schnee. Ab 1925 wird der Klassiker in eine blaue Dose abgefüllt. Ein Design, das seitdem nur noch minimal verändert wurde. Früh auch mit internationalem Erfolg. Wo Menschen sich pflegen, kennt man die hautwirksame Nivea-Creme. Allô Paris? Allô Paris? Annoncez-vous Paris? Allô Rio, faz o favor de falar. Hello New York, hello New York, over to you. Pflegen Sie sich morgens und abends mit Nivea-Creme. Ab den 30er Jahren wird das Sortiment erweitert. Mit Rasiercreme, Shampoo und Hautöl. Weniger erfolgreich hingegen die erste dekorative Kosmetik. Nivea Make-up, Lippenstift und Nagellack können die Verbraucher nicht überzeugen. Besser laufen hingegen die Deos- und Herrenprodukte, die in den 80er und 90er Jahren entwickelt werden. Heute umfasst das Nivea-Sortiment rund 500 Produkte. Und die blaue Dose, an die auch das Logo der Marke erinnert, hat Kultcharakter. Wenn man sich die Geschichte und Produktentwicklung von Nivea anschaut, dann fällt auf, dass hier ein hohes Maß an Kontinuität besteht. Das macht sich auch im Produktsortiment bemerkbar, dass man im Grunde doch im Kern immer als Haut- und Gesichtscreme und Handcreme eben sich positioniert hat. Experimente sind bei Nivea eher selten. Bei einem neuen Trend ist die Marke aktuell allerdings ganz vorne mit dabei. Als eine der ersten großen Hautpflegemarken hat Nivea eine sogenannte Anti-Pollution-Reihe auf den Markt gebracht. Sie soll gestresste Städterhaut vor Abgasen und Feinstaub schützen und sie wieder frisch und gesund aussehen lassen. Echte Wundercremes also? Das wollen wir ausprobieren, und zwar hier. Am Stuttgarter Neckartor, dem Feinstaub-Hotspot Deutschlands. Wenn Haut hier keinen Schutz vor Abgasen braucht, wo dann? Nur ein paar Gehminuten entfernt, die WG von Alicia und Luisa. 4 Wochen lang sollen sie die Urban Skincare von Nivea ausprobieren. Hallo! Kommt rein! Doch welches Produkt der Reihe ist das Richtige für sie? Nicht nur mit der Produktneuheit will Nivea punkten, auch mit einem individuellen Typentest. Damit kann man herausfinden, welches Produkt perfekt zu einem passt. Individualität liegt schließlich auch voll im Trend.
stellen Sie sich vor, Sie stehen vor dem Spiegel und tragen einen Pullover, in dem Sie sich absolut gut fühlen. Dieser ist ein bisschen wie Sie, Ihre Seelenlage und Ihr Leben. In welcher Farbe sehen Sie sich? Gold- oder Kupferfarben. Ja, hätte ich jetzt auch tatsächlich am schönsten aus. Online zugeschaltet, Marketing-Soziologe Oliver Erichiello. Er soll beobachten, wie der Test auf unsere Probandinnen wirkt. Haben Sie jetzt die Fragen, die Ihnen gestellt wurden, in irgendeiner Art und Weise als seriös wahrgenommen? Eher weniger. Nee. Und da ging es nicht um die Haut oder die Hautbeschaffenheit, auch nicht um Wohnort. Und eigentlich geht es bei der Pflegeserie um den Wohnort oder den Lebensraum, den man hat. Und da war jetzt überhaupt nichts darauf bezogen. Und auch ein bisschen realitätsfremd, weil jetzt nicht so richtig auf uns, oder ich wüsste auch nicht, zu wem dieser Test passen würde, das von den Fragen so her. Pseudospirituell. Ja, genau. Ja. Nur noch ein paar Klicks sind die beiden von ihrem persönlichen Produktvorschlag entfernt. Und, komisch. Die Empfehlung für Alicia und Luisa komplett gleich, trotz unterschiedlicher Antworten. Ähnliches Ergebnis bei 40 zufällig ausgewählten Menschen, die den Test auch für uns durchgeführt haben. Am Ende werden immer dieselben Produkte empfohlen. Individualität, Pustekuchen. Bei Nivea handelt es sich um ein Massenprodukt, muss man zunächst einmal sagen, das millionenfach produziert wird. Davon lebt es und davon funktioniert es. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich in dieser Welt inzwischen immer Produkte haben, die direkt individuell auf uns zugeschnitten sind. Diese Lücke versucht die Marke Nivea durch so einen Test zu umgehen. De facto löst sie aber diese Lücke nicht ein, weil wir ja tatsächlich gar keine Auswahlmöglichkeit haben. Luisa und Alicia werden die Gesichtsmaske und die Tages- und Nachtpflege der Urban Skincare-Reihe empfohlen. Oh, die riecht ein bisschen nach Alkohol. Ich habe Alkohol, ich habe auch gedacht, das ist die riecht richtig nach Alkohol. Von uns bekommen Sie außerdem die passende Reinigung der Serie dazu. Ob die Produkte halten, was sie versprechen und Ihre Städterhaut damit nach 4 Wochen frischer und gesünder aussieht? Riecht nach Nivea. Ja, und ein bisschen nach grüner Tee, glaube ich. Echt? Oder? Um die Wirkung überprüfen zu können, lassen die beiden erstmal von Dermatologe Jürgen Bauer ihr Hautbild analysieren. Ja, sie haben tatsächlich kaum Mitesser, auch keine großen Hautschüppchen, ein bisschen am Kinn. Das kann jetzt aber auch gerade am Mundschutz liegen, dass im Mund rum viele so Hautirritationen entstehen durch die Feuchtigkeit. Sind wir gespannt, ob die Haut noch besser wird und ob sich dieses Trockenheitsgefühl vielleicht legt oder stärker wird. Mit einem speziellen Gerät werden zusätzlich Aufnahmen der Gesichter gemacht, die Verunreinigungen und Sonnenschäden auf der Haut deutlich zeigen. Es gibt kleine Hautunreinheiten, kleine Fältchen als Zeichen von Sonnenurlauben und Lichtexposition und UV-Licht. Bei ihr sehe ich keine typische Städterhaut, sondern ein bisschen gestresste Haut durch viel Pflege. Eher ein bisschen fettigeren Hauttyp mit ein paar Mitessern. Sowas kann man durch die richtige Pflege besser kriegen. Ob die Urban Skin Protect Reihe daran etwas verbessert? In 4 Wochen treffen wir die beiden zum zweiten Hautcheck. In der Zwischenzeit wollen wir in Stuttgart herausfinden, was die Leute mit Nivea verbinden. Nivea, weiche Haut, Kinder, Kinderlächeln. Ja, so und meine Jugend auf jeden Fall. Die Haut braucht es einfach. Weil es bei mir dazugehört, weil ich denke, Qualität, man kennt es schon sehr lange, man kennt es schon als Kind, ist immer das Gleiche, es duftet immer gleich. Die Produkte von Nivea sind einfach immer gut, egal ob vom Shampoo bis zum Duschgel oder die Creme, alles gut. Und bis jetzt habe ich ja nichts Negatives gehört davon. Also ich habe keine Pickel davon gekriegt. Daneben spielt für viele Verbraucher der Preis eine entscheidende Rolle bei Nivea. Doch, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich relativ gut. Gute Creme zu einem fairen Preis. Ist relativ preisgünstig im Verhältnis zu anderen Kosmetiksachen.
Doch das ist Nivea nicht immer. Gerade wirbt Nivea für eine neue Serie mit exklusiver Gesichtspflege. Die setzt, wie auch die Produkte vieler Konkurrenten, verstärkt auf Hyaluron. Wo liegt Nivea preislich im Vergleich zu den Premium-Produktlinien der Konkurrenz wie L'Oreal und der DM-Eigenmarke Balea? In Stuttgart machen wir den Preischeck. Mit dabei drei Warenkörbe, darin eine Tages- und Nachtcreme, eine Augenpflege, ein Gesichtsserum und eine Hyaluronmaske. Was glauben die Passanten? Welche Premium-Linie ist am preisgünstigsten? Am günstigsten ist sicher Balea. Die Eigenmarke von DM, die ist immer ein bisschen günstiger. Ich denke, die sind am teuersten, L'Oreal. Also L'Oreal kostet am meisten. Ja? Ich das auch. Teuerste. Ich würde, aber es ist schon teuer. Ja. Und ich glaube, dann kommt Nivea und dann Balea. Und dann dieses so. Balea. Das könnte so ein Nivea. Ja. Ist eigentlich immer relativ günstiges Produkt. Ne? Also ich finde, Nivea liegt so zwischendrin. Es ist irgendwie im Drogeriemarkt nicht das ganz teure Produkt, aber eben auch nicht das ganz günstige, sondern einfach so dieser Mittelweg. Ja. Und wie teuer ist der Mittelweg jetzt genau? Es sind 5 Sachen. Ja. Ich glaube schon, dass es 40 ist. Dann mach 35. Ja, dann okay. Hier eher bei 40 Euro. Ich sag mal 60. Und damit schätzt der Nivea schon teurer ein als die meisten. Wir lösen auf. Ja, das wird sich jetzt überraschen. Uff. Okay. 122 Euro. Ja. Teuer. Ja, sehr teuer. Das ist ja eine ganz große Unverschämtheit. Oh, krass. Jetzt wird es 200 kosten. Nicht ganz. L'Oreal bei unserem Korb deutlich günstiger als Nivea. Nee, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich auch nicht. Erstaunlich, ja. Am günstigsten die DM-Eigenmarke mit rund 29 Euro. Dass die Nivea Premium-Linie so viel teurer ist, ein Balanceakt, glaubt der Marketing-Experte. Das Risiko ist, dass im Grunde die Preiswahrnehmung des Kunden sich verändert, weil er sieht, Nivea kann auch teuer. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Chance, weil die Wertigkeit auch der Kernmarke, nämlich sozusagen der blauen Dose, damit aufgewertet wird. Ob Nivea mit der Preisstrategie punkten kann, wird sich zeigen. Am Neckartor haben Alicia und Luisa nun 4 Wochen lang die Urban Skincare-Reihe von Nivea für uns ausprobiert. Wie von Nivea empfohlen, haben die beiden in den vergangenen Wochen ausschließlich die Tages- und Nachtcreme und die Maske der Pflegeserie verwendet. Zusätzlich das Peeling. Wieder geht's zum Hautcheck beim Dermatologen. Wie hat sich das Hautbild durch die Pflege verändert? Man sieht da, wo es rot ist, also ganz feine wie Mini-Pickelchen. Laut Werbung soll die Urban Skincare gestresste Städtehaut frischer und gesünder aussehen lassen. Da sehe ich die erste Aufnahme auf der linken Seite und die heutige Aufnahme nach dem Test rechts. Und da sieht man an den Wangen und am Kinn hat der Anteil der Rötungen hier so lila markiert zugenommen. Das entspricht auch meinem subjektiven Eindruck. Und bei Alicia? Nee. Oh je. Schon blöd, wenn man denkt, man hat sich jetzt die ganze Zeit sowas ins Gesicht geschmiert und ist eigentlich so schlecht für die Haut. Was siehst du? Viele Unreinheiten, Rötungen, ja. Bei ihr hat sich das Hautbild noch deutlicher verschlechtert. Ich glaube, es war eher zu viel Pflege und hat nicht genützt, sondern geschadet. Und gegen Feinstaub hilft es mit Sicherheit sowieso nicht. Das ist halt ein Lifestyle-Produkt und angepasst an den Lifestyle der Städter, aber funktioniert hat es nicht. Zu viel Pflege? Wie kann das sein? Immerhin hat Nivea unseren Probandinnen die Produktkombination empfohlen. Das Unternehmen schreibt: Die Nivea Urban Skin Face Care Range wies in den zugrunde liegenden Tests eine gute Hautverträglichkeit auf. Keiner der Probanden zeigte Hautirritationen. Wie eine Haut auf ein Produkt reagiert, ist allerdings immer auch abhängig von individueller Hautsensibilisierung, Unverträglichkeiten oder Allergien.
Derzeit wirbt Nivea vor allem mit der Natürlichkeit der Produkte, inszeniert sich grün und umweltfreundlich. Doch was steckt dahinter? Wir checken die Nachhaltigkeit. Ein Produkt, das aufgrund seiner Umweltauswirkungen besonders häufig kritisiert wird, ist Sonnencreme. Manche UV-Filter sollen hormonähnliche Effekte auf Wasserlebewesen wie Korallen haben. Auf Hawaii ist Sonnenmilch mit diesen bedenklichen Inhaltsstoffen deshalb bereits verboten. Nivea wirbt damit, der Umwelt zuliebe auf die bedenklichen UV-Filter zu verzichten. Wir nehmen die Inhaltsstoffe der 30er Sonnenmilch von Nivea unter die Lupe und vergleichen sie mit Produkten von DM und Lidl. Am Altrhein bei Karlsruhe machen wir einen Praxischeck. Die Kanuten Maike, Erik und Ulf sollen die Cremes für uns ausprobieren. Alle Produkte werben mit wasserfest. Für unsere Stichprobe verwenden die Probanden je eine Creme pro Arm und eine im Gesicht. Ich fand, dass die von Lidl ziemlich lang gebraucht hat, bis er eingezogen ist. Also, ja, dass er sehr lang geschmiert hat. Ich finde auch, dass sie relativ schmierig war, genau. Nivea und DM fanden die Tester gut. Ob die Zeit des Einziehens sich auch auf die Wasserfestigkeit auswirkt? Unsere Kanuten paddeln drauf los. In der Zwischenzeit schaut sich Toxikologin Marike Colossa die Inhaltsstoffe der Cremes an. Wie umweltfreundlich sind die? Inhaltsstoffe aus diesen Produkten, die für die Umwelt problematisch sein könnten, sind zum Beispiel die Duftstoffe, die schwer abbaubaren Stoffe, die Stoffe, die so Richtung Mikroplastik gehen, dann bestimmte Acrylatverbindungen. Gut, und eben auch die UV-Filter selber sind zum Teil für die Umwelt nicht ganz so schön. Wirklich umweltfreundlich ist keine Sonnencreme. Pluspunkt für Nivea, in der Creme sind immerhin nicht die bedenklichen UV-Filter enthalten. Aber gelangen die umweltschädlichen Stoffe überhaupt ins Wasser? Schließlich werben die Cremes mit wasserfest. Besonders bei der Sonnencreme von Lidl hat sich die ganze Zeit dieser Film gebildet und der dann wieder durch das Wasser weggeschwommen ist. Und auf der Seite, wo ich die DM-Sonnencreme drauf hatte, war das gar nicht der Fall. Von DM die Sonnencreme, die ist sehr schnell eingezogen und ich habe auch beim Wasser nicht gemerkt, dass da irgendwie ein Film sich bildet. Bei der anderen Sonnencreme von Nivea habe ich es eben nach dem Auftragen gemerkt, dass es etwas klebt und ich habe eben auch dann so einen leichten Film gemerkt beim Paddeln. Unsere Kanuten fanden die DM-Creme im Check am besten. Grundsätzlich bedeutet wasserfest bei Sonnenmilch, dass mindestens 50% der Creme nach dem Baden noch auf der Haut sein müssen. Eine Garantie dafür, dass die enthaltenen bedenklichen Stoffe nicht im Gewässer landen, ist das also nicht. Doch wie nachhaltig arbeitet Nivea generell? Wir schauen uns die Nachhaltigkeitsziele an. Aus Liebe zu Haut und Umwelt wolle man im ersten Schritt vor allem Mikroplastik reduzieren. Schon jetzt seien 100% der Duschprodukte frei von festen Mikroplastikpartikeln. Klingt gut. Doch wie nachhaltig ist das wirklich? Das fragen wir die Umweltchemikerin Gesine Witt. Sie untersucht seit Jahren Gewässer auf Kunststoffrückstände und erforscht die Auswirkungen von Mikroplastik auf unser Ökosystem. Nivea wirbt damit, dass kein festes Mikroplastik mehr verwendet wird, also keine Partikel. Aber wenn wir nach dem Vorsorgeprinzip gehen, das ist ja ein umweltpolitisches Ziel, dann müsste man auch die Flüssigkunststoffe verbieten, weil da wissen wir auch noch nicht, ob die letztendlich in der Umwelt oder für den Menschen gefährlich wirken. Und es sind auch Polymere, die schwer abbaubar sind oder sehr schwer abbaubar sind, die über die Kläranlagen dann in die Umwelt gelangen und auch
in die Gewässer. Wie andere Kosmetikhersteller auch, wirbt Nivea oft mit dem Aufdruck ohne Mikroplastik. Doch das heißt nur, dass keine festen Plastikteile enthalten sind. Nanopartikel und flüssiger Kunststoff können trotzdem in den Produkten stecken. Ich würde mir wünschen, dass Kunststoffe jeglicher Art nicht mehr in Kosmetik verwendet werden dürfen. Also dass da wirklich ein Gesetz gibt und nicht gehofft wird, dass der Produzent das jetzt freiwillig herausnimmt aus dem Produkt. Bis dahin werden wohl weiterhin Kunststoffe auch in Nivea-Produkten stecken. Derzeit wirbt Nivea mit einem besonderen Projekt. Lippenpflege aus reiner Shea-Butter. Sozialverantwortlich produziert. Was bedeutet das genau? Wir dürfen uns ein Shea-Butter-Projekt im Norden Ghanas anschauen. In der Region wachsen die Karité-Bäume, die die Shea-Nüsse tragen. Jetzt im Juni ist Erntezeit. Frühmorgens sammelt Awabu Salifu die reifen Nüsse vom Boden auf. Sie ist eine von vielen Frauen, die durch das Sammeln und Verarbeiten der Shea-Nüsse ein wenig Geld für ihre Familie dazu verdienen kann. Durch solche Projekte haben die Frauen endlich eine Beschäftigung mit fairer Bezahlung gefunden. In Ghana keine Selbstverständlichkeit. Die Shea-Butter hat mein Leben wirklich verbessert. Denn wenn ich die Nüsse hier eingesammelt habe, kann ich sie zu Hause verarbeiten und bekomme Geld dafür. Dann kann ich meine Familie besser versorgen und meine Kinder können zur Schule gehen. In Ghana hat Shea Tradition. Hier wird es nicht nur zur Pflege, sondern sogar zum Kochen verwendet. Aus den Kernen der Nüsse wird später die Shea-Butter gewonnen. Denn nur in den Kernen steckt das wertvolle Shea-Öl. Um an den Kern zu kommen, muss ich die Shea-Nüsse erstmal kochen. Dann kann ich sie schälen. Traditionell wird die Shea-Butter in Ghana per Handarbeit hergestellt. Für die Shea-Butter des Nivea-Projekts werden die Nüsse zwar in Afrika geerntet, geschält und getrocknet, anschließend werden sie aber nach Europa exportiert und maschinell zu Shea-Butter verarbeitet. Ich würde die Shea-Kerne lieber selbst zur Butter verarbeiten, dann könnte ich mehr verdienen. Warum wird die Shea-Butter für Nivea nicht direkt in Afrika hergestellt? Wir fragen beim Unternehmen nach. Die Shea-Butter, die die Frauen vor Ort in Westafrika herstellen, ist unraffinierte Shea-Butter. Und diese riecht oft sehr stark und hat auch so eine leicht gelbliche Farbe. Und somit können wir sie nicht direkt in unsere Nivea-Produkte einsetzen, weil wir einfach andere Qualitätsstandards haben. Und somit kauft unser Shea-Lieferant die Nüsse bei den Frauen und stellt sie dann in Europa her. Und diesen Rohstoff beziehen wir dann für unsere Produkte. Das Projekt, ein Schritt in die richtige Richtung, der die Lebensumstände vieler Menschen verbessert. Aber die fair produzierte Shea-Butter wird nur in der Lippenpflege eingesetzt. Bei allen anderen Nivea-Produkten, in denen Shea-Butter steckt, wird die Butter nicht nach diesen Sozialstandards gewonnen. Unser Gesamtfazit. In Sachen Nachhaltigkeit kann Nivea zwar mit einem Leuchtturmprojekt glänzen und hat bei einigen Produkten umweltbelastende Stoffe reduziert. Allerdings besteht hier noch Luft nach oben. Das Image von Nivea ist gut. Weltweit schwören viele Verbraucher schon seit Generationen auf die Marke. Dabei setzt Nivea vor allem auf traditionelle Pflegeprodukte. Bei der Qualität können die Nivea-Produkte in unseren Praxischecks nicht richtig überzeugen. Einige Produkte enthalten außerdem bedenkliche Inhaltsstoffe. Marktcheck checkt Nivea. Mal wieder ein spannender Check mit echt interessanten Ergebnissen, oder? Das ist aber nicht das einzige Produkt, das wir gecheckt haben. Hier gibt es zwei weitere spannende Checks und hier haben wir sogar eine ganze Checked-Playlist für euch zusammengestellt. Checkt das doch einfach mal aus und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr hier machen.